Das Sportliche. Ach so, warte mal, das Sportliche, das Sportliche. Ich muss gerade überlegen, was ich über Sport geredet habe. Weiß ich nicht. Ja, ich. Es ist ja Sportlichkeit, ist ja keine Tugend. Sportlich sein ist ein Muss. Es ist ein Muss, muss man so sagen. Oh, das ist natürlich gut. Die Geste ist gut. Wenn ich so die Zigarette halte. Also wenn man so auch dann redet, das machen oft so Menschen an so einem Küchentisch in WGs, die dann so wirklich so diskutieren. Und dann haben sie, dann vergessen sie auch die Kippe und dann wird die ganz lang, der brennt die bis hier unten ab. Und dann denkt man sich immer, sagt man jetzt was? Sagt man denen jetzt, dass das bald ab? Oder will man auch sehen, wie das gleich abfällt und irgendwas verschmurgelt? Oder den ganzen Küchentisch voll ascht? Das wollte ich immer sehen, aber ich glaube, ich habe noch nie gesehen, wie das wirklich abgefallen ist. Ich habe immer nur beobachtet, wie es fast abgefallen ist. Und dann sind die Menschen ja doch, die kennen ja ihre Zigaretten, die kennen ja ihre Pappenheimer, die machen dann ja dann, manchmal auch so, wenn sie draußen stehen, das finde ich auch immer gut, diese Geste. So, mit einem Schwung. Warum man das immer macht, ne? Das habe ich auch schon oft gesehen, dass Leute das immer machen. Die machen doch ihren Kopf dann immer so nach oben, um dann so nach von oben reinzugucken und reinzupusten. Verstehe ich immer nicht. Ja. Also. Aus damit. Manchmal ist das. Man muss auch das Ende kennen. Das Geheimnis ist, man darf nie die ganze rauchen. Weil dann hat man eine ganze Zigarette geraucht. Dann sagt man, man hat hier schon 3 Zigaretten am Tag geraucht. Darf man nicht. Man muss die nie zu Ende rauchen. Das ist der Trick.